Hey, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich freue mich total, dass du da bist. Heute geht es weiter mit der Reihe, wie kreiere ich eine glückliche Liebesbeziehung? Wir sind im zweiten Bereich der Serie und zwar im Bereich der Manifestation, also der Schöpfer, der Schöpferinnenkraft. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich mit dir über das Thema Vision oder keine Vision haben gesprochen. Da habe ich dir ein ganz tolles Tool vermittelt, nämlich die sogenannte Walt Disney-Methode, wie du in Kontakt mit deiner Vision kommen kannst. Am Ende des Podcasts habe ich mit dir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dieses Momentum aufrechtzuerhalten und jeden Tag sich mit seiner Vision zu verbinden, damit sie auch was wird. Und jetzt magst du vielleicht denken, naja, wieso muss ich mich jeden Tag mit der Vision in Verbindung bringen? Das reicht doch, wenn ich die einmal entwickelt habe oder etwa nicht? Nein, natürlich reicht es nicht. Das, was wir wirklich brauchen an der Stelle, um eine Vision ins Leben zu rufen, ist der sogenannte Compound-Effekt. Was es damit auf sich hat und warum er so wichtig ist, dafür, dass du deine Ziele erreichst, in Liebesdingen, aber genauso im beruflichen oder überhaupt in deinem gesamten Leben, das erzähle ich dir heute. Viel Spaß beim Zuhören, mach's dir gemütlich und bis gleich. Du fragst dich, warum du an bestimmten Dingen, die du in deinem Leben verändern möchtest, nicht so richtig dranbleiben kannst, warum du immer zurückfällst in alte Gewohnheiten. Dann habe ich hier was ganz Tolles für dich und zwar wirst du vermutlich nicht den Compound-Effekt nutzen. Vermutlich gehörst du genauso wie ich zu den extrem ungeduldigen Menschen, die glauben, möglichst komprimiert in möglichst wenig Zeit ganz viel zu erreichen. Ich kann dich beruhigen, ich bin genau diesem Problem aufgesessen und bin damit nicht erfolgreich gewesen. Was heißt das genau? Wie verlockend ist ein Buch, wenn es lautet, in 30 Tagen 10 Kilo abnehmen? Wie viel eher würdest du zu dem Buch greifen, als zu einem Buch, das den Titel trägt, in 31 Monaten 15 Kilo abnehmen? Oder lass es in 31 Monaten 10 Kilo sein, ganz wie du willst. Natürlich sind wir dazu geneigt, zu dem ersten Buchtitel zu greifen. Der Buchtitel, der uns in einer kurzen Zeitspanne ganz viel verspricht. Frage an dich, wie nachhaltig ist das? Und wie lange meinst du, hältst du diese tolle Diät durch? Ich kann dir garantieren, vermutlich wird es eine Jojo-Diät sein, wo du nach 30 weiteren Tagen die 10 Kilo plus 5 mehr wieder drauf hast. Das Spannende ist, wir sind bereit, uns ganz doll anzustrengen, denn 10 Kilo in 30 Tagen zu verlieren ist extrem anstrengend. Als uns in einem längeren Zeitraum weniger bemühen zu müssen, um das erwünschte Ergebnis zu erzielen. Willst du diese 15 oder diese 10 Kilo in 31 Monaten verlieren, musst du jeden Tag nur ein halbes Brötchen, nämlich 125 Kalorien, weniger essen. Klingt das nicht verlockend? Und das Ergebnis ist das gleiche und vermutlich viel nachhaltiger als die Crash-Diät in 30 Tagen. Warum aber machen wir uns also den Compound-Effekt nicht zunutze? Der Compound-Effekt, Compound, heißt im Englischen so viel wie verbinden oder etwas verstärken. Also der verstärkende Effekt tritt dann ein, wenn wir über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel 18 bis 24 Monate, ist eine sehr gute Zeit, sehr guter Zeitrahmen, um ein erwünschtes Ziel zu erreichen. In diesem Zeitrahmen können wir durch den Compound-Effekt, durch kleine, effektive Schritte viel, viel, viel mehr und vor allen Dingen dauerhaft erreichen. Es ist so ungefähr wie mit einem Baum. Wir pflanzen einen Samen in den Boden und es passiert erstmal ganz lange gar nichts. Gar nichts heißt, wir machen trotzdem weiter. Denn was wir machen, damit dieser Baum irgendwann mal erblüht, ist, ihn zu bewässern, ihm die richtigen Konditionen, das richtige Maß an Licht und Schatten zu geben, ist, ihm den richtigen Dünger zu geben und, und. Und genauso ist es auch mit unseren Zielen und mit dem Dranbleiben an Vision. Wir können eine noch so schöne, wundervolle Vision aufstellen für unser Leben oder für einen Teilbereich, wie zum Beispiel unsere Beziehung, wenn wir nicht unsere Vision regelmäßig düngen und jeden Tag einen ganz kleinen Schritt in die richtige Richtung machen, wird aus unserer Vision leider gar nichts. Nur blanker, hohler Rauch oder Kompost irgendwann. Da ich mit dir über den Teilbereich eine schöne und glückliche Beziehung zu kreieren spreche, habe ich drei Fragen an dich, um dir den Compound-Effekt zunutze zu machen. Punkt Nummer eins. Welche Vision, welches Ziel verfolgst du in deiner Beziehung? Wenn du zum Beispiel Single bist, kannst du dir vielleicht vorstellen, ich möchte eine glückliche Beziehung kreieren. Da stellst du dir erstmal ganz genau vor, wie soll die denn überhaupt aussehen?
Male sie dir ganz genau aus und schreibe sie nieder. Diese Fragestellung kannst du natürlich auch für alle anderen Lebensbereiche nutzen. Zum Beispiel Beruf, zum Beispiel Lifestyle, zum Beispiel Fitness, Ernährung, was auch immer. Schritt Nummer 2, schreibe nun alle Fähigkeiten, Gewohnheiten, Routinen auf, die es dazu bräuchte. Wenn du zum Beispiel in eine Beziehung möchtest, lohnt es sich natürlich nicht, jeden Abend zu Hause Chips futtern vom Fernseher zu sein. Vielleicht ist die erste kleine Routine aus dem Haus gehen und einmal um den Block laufen, denn auch da kann dein potenzieller Traumpartner auf dich warten. Es klingt banal, das ist mir total klar, aber wenn du jeden Tag deine Komfortzone dehnst und weitest, werden Wunder möglich. Nur erwarte diese Wunder nicht unbedingt übermorgen, sondern gib dir vielleicht einen Zeitraum von 1,5 bis 2 Jahren. Schritt Nummer 3, und auf den kommt es nun an. Setze diese Routinen auf jeden Fall in deinem Alltag täglich um, egal wie banal sie dir erscheinen. Beispiel mit dem kleinen Spaziergang draußen. Du wirst deinen Traumpartner garantiert nicht auf deiner eigenen Couch finden, wenn du dort alleine bist und Chips isst. Also geh raus, melde dich bei einer Online-Plattform an, mach etwas, was machbar ist und schaffbar ist und kreiere so ein Momentum jeden Tag. Es können ganz kleine, minimale Schritte sein. Das ist überhaupt gar kein Thema. Die kommen uns oft sehr banal vor. Aber genau die und die tägliche Routine erschaffen dein glückliches Leben. In dem Fall deine glückliche Beziehung. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus der Folge mitnehmen, denn der Compound-Effekt wird von sehr, sehr vielen Menschen unterschätzt. Viele Menschen verlieren ihren Glauben, ihre Motivation und ihre Tat- und Schaffenskraft in dem Prozess. Und ich kenne diese Fallstricke selber. Denn auch ich habe zwar 1 Jahr lang ein Momentum aufrechterhalten und dann gibt es wieder so Tage, wo alles super rund läuft und nenne es Selbstsabotage oder nenne es die Sabotage des Compound-Effekts. Dann habe ich mal 1-2 Wochen damit aufgehört, mich mit meiner Vision zu verbinden, mir meine Absicht zu klären, zu meditieren und plumps habe ich gemerkt, dass ich ein Momentum erschaffe, in alte Muster zurückgleite, die nicht förderlich sind für mein glückliches Leben. Daher weiß ich selber, wie wichtig der Compound-Effekt ist und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du anfängst, diese kleinen Schritte zu gehen, denn dann und wirklich, dann ist ein glückliches Leben definitiv möglich. Ich freue mich sehr auf dich in 2 Wochen. Hinterlass mir gerne Kommentare, abonniere meinen Kanal oder meinen Podcast. Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Gerne auch mit Vorschlägen oder auf YouTube. Ich freue mich sehr auf dich und freue mich, wenn wir verbunden bleiben. Alles Liebe, deine Alia.